Wir gelangen nun zur. Seit Sommer 2020 laufe ein Projekt zur Stärkung des Pharmastandortes Österreich. Dieses werde auch von der EU-Kommission unterstützt, so der Gesundheitsminister zum Thema Medikamentenproduktion. Frage 8 stellt Bundesrätin Heike Eder von der ÖVP. Plan ist Behinderung von 2022 bis 2030. Auch hier einen besonderen Dank für die Frage. Wir kommen damit zu einem für mich persönlich sehr entscheidenden, wesentlichen politischen Bereich, wo wir viel zu tun haben. Ich möchte mich auch bedanken, dass wir mittlerweile ein Forum eingerichtet haben, wo es einen regelmäßigen Meinungsaustausch bis hin zu Strategieerarbeitungen mit den entsprechenden Sprecherinnen und Sprecherinnen des Nationalrats kommt. Vielleicht könnte man überlegen, da auch den Bundesrat einzubinden, wird das sehr begrüßen, damit wir hier gemeinsam vorgehen und gemeinsam arbeiten. Sie wissen, der Nationale Aktionsplan Behinderung ist unser strategisches Schlüsselinstrument. Das Regierungsprogramm 2020 bis 2024 sieht ja die bedarfsgerechte Finanzierung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und des Nationalen Aktionsplans Behinderung sowie die Forcierung der Umsetzung des NAP mit allen Ministerien unter Einbeziehung der Stakeholder vor. Das ist für mich eigentlich der wichtigste Bereich. In der Vergangenheit höre ich, hat es manchmal so das Bewusstsein gegeben, wir haben eher ein Sozialministerium, dort ist das gut aufgehoben. Ich glaube, wir sind alle gefragt. Deswegen haben wir das als Regierungsverantwortung und als gemeinsame Regierungsaufgabe definiert, denn die einzelnen Bereiche des NAP betreffen ganz unterschiedliche Regierungsressorts und die haben sich jüngst mit einem eigenen Ministerratsbeschluss dazu verpflichtet, erstens in diesem Arbeitsprozess mitzuwirken. Das hat sehr, sehr gute Auswirkungen. Wir haben gerade im Bildungsministerium einen entsprechenden Prozess aufgestellt und aufgesetzt und zweitens diese Bereiche dann auch verstärkt umzusetzen, denn das brauchen wir, dass der Nationale Aktionsplan dann auch entsprechend in Umsetzung ist. Dieser Ministerratsbeschluss ist, wie gesagt, am 10. Dezember 2020 erfolgt und damit hat es ein klares Commitment gegenüber dem geplanten NAP-Behinderung gegeben. Ich zitiere aus dem Ministerratsbeschluss: Die Ausarbeitung und Finalisierung des NAP-Behinderung auf der politischen Ebene durchgehend zu unterstützen. Alle Regierungsmitglieder haben zugestimmt, die Anliegen der Behindertenvertreterinnen wahrzunehmen. Alle Regierungsmitglieder haben zugestimmt und die bedarfsgerechte Finanzierung der ressortbezogenen Maßnahmen durch die Bereitstellung der benötigten Mittel im Rahmen der entsprechenden Ressortbudgets sicherzustellen. Alle Regierungsmitglieder haben zugestimmt. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich sehr, sehr gute Grundvoraussetzungen, dass der neue NAP gut in Umsetzung kommt. Die Empfehlungen für den neuen NAP, die die Universität Wien im Zuge der Evaluierung des bisherigen NAP 2012 bis 2020 abgegeben hat, fließen natürlich in die Erstellung des neuen NAP mit ein. Mein Schwerpunkt, und darauf lege ich großen Wert, und das ist der Schwerpunkt des Hauses insgesamt, ist die Partizipation, also die Einbeziehung behinderter Menschen, Organisationen in diesem Bereich als Expertinnen und Experten in eigener Sache durch die persönliche Betroffenheit. Das ist unser Grundmotto bei der Erarbeitung. Wir sind ein bisschen im Verzug bei der Erarbeitung, Covid-bedingt. Das ist leider in vielen Bereichen derzeit so. Und weil wir auch diesen jetzt fixierten Arbeitsprozess im Bereich der Bundesministerien noch ermöglichen wollen, damit wir eine gute Umsetzung schaffen. Dankeschön. Frau Bundesrätin, wird eine Zusatzfrage gewünscht? Beantwortung der Fragen. Soweit alles klar. Danke.